Ja, zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Silent Hill 2. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier in dem Innenhof von den Apartments angekommen, haben hier eine mysteriöse Münze gefunden. Und genau, wir müssen uns jetzt noch die Räume 104 bis 101 angucken. Würde ich vorschlagen, jo, machen wir das einfach mal. Ich bin mal gespannt. Oh ja, ist gut. Bin gespannt, was uns hier wieder erwartet, ey. Mensch, Leute. Ah nein, das war keine gute Idee. Nein, geh weg. Ah, verdammt nochmal. Einfach weiter draufhauen. Ah, der wollte mich ankotzen. Einfach weiter draufhauen hier, James. Eieiei, das sind zwei. Okay, das sind zwei, das ist... Das wird mir gerade ein bisschen zu viel. Das wird mir ein bisschen zu viel, wartet mal. Pistole ausrüsten und schießen. Eieiei, da ist das Ding schon wieder. Mach es kaputt! Aua! Verdammt nochmal. Das ist ganz schön ekelhaft hier mit diesen Zombies. Aua, nochmal angekotzt. Hör auf zu kotzen. Hör auf zu kotzen. Ich glaube, so ist das effektiver. Ja, der steht natürlich nochmal auf, ist klar. Ich glaube, so ist das effektiver hier. So, jetzt ist nur noch der andere hier, der... So. Der andere, der hier um den Boden rumrennt. Alter Schwede. Und zack. Weg mit dem. Mach ihn weg. Ah. Das Ding lebt noch. Wo ist das Ding? Ja, gut, okay. Wir müssen das Ding auf jeden Fall kaputt machen. Weil sonst kommt das wieder und das ist sehr übel. So. Weg mit dir. Wie viel hältst du aus, Kollege? Boah, wie eklig das ist. Wie ekelhaft. So. Meine Fresse. Weg damit. Hä? Okay. Wir haben hier Ruhe. Alles klar. So, 102 ist zu, ne? Beziehungsweise, ja. Hier ist wieder eine sehr tolle Musik. Was ist das? To Hell. Ja, danke. Zur Hölle. Toll. Gut. Wir schauen. Boah, was ist mit der Kamera hier los? Wir schauen uns mal hier in Ruhe hier um. Dazu das Fenster. Was ist das hier? Wollen da irgendwas mitmachen? Okay. Alter. Warte. Oh, wer kotzt hier? Liegt auf jeden Fall Munition in der Ecke, die nehme ich auf jeden Fall mit. Wer kotzt hier? Das ist ja richtig widerlich. Da hinten. Was ist denn? Warum? Wer hätte sowas tun können? Was zum, ja. Irgendwer kotzt hier. Leute! Ein Mensch, okay. My name's James. James Sunderland. Eddie. Eddie. Who's that dead guy in the kitchen? I didn't do it. I swear I didn't kill anybody. You're not friends with that Red Pyramid thing. Red Pyramid thing? I don't know what you're talking about. Honest. But I did see some weird-looking monsters. Scared the hell out of me, so I ran in here. Well, I guess this
this place isn't too safe either. What happened here anyway? I told you, I don't know. I'm not even from this town. You too, huh? Something just brought you here, right? Yeah, you could say that. Well, whatever it is, I think you better get out of here soon. Yeah, you're right. What about you? I'll leave as soon as I'm done here. Eddie, be careful. James, I you be careful too. Geil, hat ihr davon zu viel gesoffen oder was ist mit dem? Geh noch mal da rein. Warum trennt ihr euch? Eddie, are you okay? Yeah, I guess. Eddie. Ah, okay. Ja. Warum trennt ihr euch überhaupt hier? Leute, ich. James, nimm ihn doch mit. Was ist denn mit dir? Warum nimmst du ihn nicht mit? Lässt ihn einfach hier. Naja, das ist doch immer so, ne? Aber er wurde auch scheinbar von irgendwas hier hingezogen. Ja, so wie wir. Und das ist höchst interessant. Ja, unsere Gesellschaft hier, okay. Die Wand ist bedeckt mit Fußballpostern und sinnlosen Graffiti. Ja, ist wie bei uns in der Stadt. Ja, Graffiti ist überall. Was? Die sind mir beide völlig egal. Na gut, dann halt nicht. James, dann guck dir gar nichts an. Ja, wir lassen Eddie mal hier. Ja, das ist höchst interessant. Also das, was er da auch durchmacht scheinbar. Fängt an zu kotzen, kann das scheinbar überhaupt nicht ab, dass hier so Viecher überall rumlaufen. Ja, ich meine, wenn man sich das hier anschaut, das ist schon heftig. Ganz ehrlich. So, aber sonst gibt's hier gar nichts. Das ist ja... Aber ja, wir haben halt jemanden getroffen, ich meine. Das ist schon interessant. So, dann gehen wir mal nach rechts. Alles klar. Ja, Freunde, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor gefällt. Hier ist Silent Hill 2. Mir gefällt es bis jetzt sehr, sehr gut. Die geht nicht auf. Aber die hier muss aufgehen. Jawohl. Und, genau. So, jetzt weiter mit den Zombies hier. Ist jetzt halt die Frage. Da hinten ist der. Ist jetzt die Frage, sollen wir die wirklich mit dem Stock. Mit dem Stock machen oder mit der Pistole? Ich würde sagen. Wir. Aua! Uiuiuiui. Ich denke mal, wir machen die jetzt erstmal noch mit dem Stock. Und, obwohl. Dann laufen die auf dem Boden rum, ne? Dann laufen sie auf dem Boden rum! Mach ihn kaputt, los! Weiter drauf! Die ziehen ganz schön viel ab, habe ich das Gefühl, ja. Die ziehen ganz schön viel ab. Ne, nimm dir die Pistole dann. Dann nehme ich mir die Pistole und, schieße da jetzt drauf. So. Ach, diese ekelhaften Zombies hier, Mann. So. Alter, wie viel haltet ihr aus? Das Ding geht über doch. Jetzt aber. Nochmal. Einfach drauf treten. So, was? Touristen irgendwas. Ah, Touristenführer. Okay. Willkommen in Silent Hill. Vielen Dank auch. Silent Hill. Ein an einem See gelegener, ruhiger, kleiner Erholungsort. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Machen Sie mal Pause von Ihrem hektischen Alltag und genießen Sie einen entspannten Urlaub bei uns. Ihr seid ja lustig. Straße an Straße mit malerischen alten Häusern, eingebettet in eine großartige Gebirgslandschaft und ein See, der im Verlauf des Tages verschiedene Seiten seiner Schönheit offenbart. Vom Sonnenaufgang über den Nachmittag bis zum Sonnenuntergang. Silent Hill wird sie berühren und mit einem Gefühl tiefen Friedens erfüllen. Ich hoffe, Sie haben einen angenehmen Aufenthalt, der für immer in Ihren Erinnerungen bleiben wird. Redakteur Roger Wittmark.
Touristenbroschüre. Ja, das wird tatsächlich in Erinnerung bleiben, aber nicht unbedingt so, wie ihr das beschreibt. Es ist ganz schön ekelhaft hier, muss man sagen. Eieiei. So, okay. Sonst haben wir hier nichts drin? Außer ein Zombie und Muni, die wir direkt wieder verschossen haben? Wie? Sonst ist hier rein gar nichts, wie jetzt? Hier muss doch irgendwas sein. Okay, das ist komisch. Nur so ein Buch hier? Er ist leer. Es gibt hier gar nichts mit den Zombies. Hier können wir nicht rein. Okay. Oh, die Kamerasicht. Jetzt ist sie offen. Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Wir haben alles getan. Eieiei. Das war gerade wieder ganz schön. Krass, ja. So, was ist bei der Pool da? Vielleicht müssen wir heute im Pool noch was machen. Das ist nur ein Rätsel, haben wir gemacht. 2211 und 212 sind da unten. Der Müll ist noch markiert. Ansonsten haben wir eigentlich alles getan, ne? Mal kurz gucken, ob wir hier irgendwas übersehen haben, aber eigentlich nicht. Wir gucken nochmal hier rein. Und hört auf mit der Kamera so zu schwenken, das gefällt mir gar nicht. So. Hier in der letzten Tür. Ah, da geht's raus, ne? Ah, okay, nee. Wir können hier raus, scheinbar. Kommen wir hier raus? Nee, ich wollte schon sagen. Das habe ich mir gedacht, dass das so ist. Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal zum Swimmingpool hier. Und nochmal gucken, ob wir da irgendwas haben, was wir da einsetzen können. Ich meine, was haben wir denn im Inventar? Wir haben ein Tonikum. Ganz toll, ne? So, wir haben jetzt diesen Saft in Dosen. Verwenden? Den kann man verwenden? Schlüssel für Nottreppe haben wir noch. Wo ist denn die Nottreppe? Wartet mal, Leute. Wo ist diese Nottreppe? Nottreppe. Ich meine, wir haben ja hier Silent Hill vielleicht. Dass man da vielleicht irgendwo weiterkommt. Nottreppe, haben sie gesagt, aber South Vale? Das ist da auf der anderen Seite, ne? Wir müssen nochmal gucken, hier, ob wir hier irgendwo eine Nottreppe finden. Das ist nur der Swimmingpool hier. Nottreppe, ja. Das ist die Frage. Mit dahin waren wir ja auch schon. Da hinten waren wir ja auch schon mal. Also wir waren im Prinzip überall. Das ist die Frage, wo wir genau hier... Ich meine, wir wollen ja auch zum See. Ne, wir wollen ja gar nicht in der Wohnung bleiben. Sondern wir wollen ja zum Rosewater Park. Ach, wartet mal, vielleicht... Vielleicht müssen wir ins dritte Obergeschoss. Ich kann da irgendwie eine Nottreppe oder so. Das ist eine sehr gute Frage gerade. Sonst haben wir hier natürlich tatsächlich nichts, ne? Nochmal ein Stück weit kurz gucken, aber ich glaube, hier haben wir ja die Zombies ihr Bad genommen. Aber ich glaube, sonst haben wir hier nichts mehr tatsächlich. Nö, sonst ist hier nichts. Gut. Ach, guck mal, da ist noch so eine Kabane, aber da kommen wir leider nicht hin. Alles klar. Alles klar, James. Dann müssen wir noch mal kurz ins dritte Obergeschoss. Nottreppe. Vielleicht können wir da irgendwas mit dem Müll da noch machen. Ich weiß nicht, das ist ja nicht umsonst so markiert.
gehen wir da am besten hin jetzt? Ja, gehen wir hier geradeaus. Das ist am nächsten. So. Ja, alles sehr stimmig gemacht hier auf jeden Fall. Und, wir kriegen wieder Kilometergeld und wir gucken mal an dem Müll hin, was wir hier noch machen können. So, was ist jetzt hier mit dem Müll los? Jetzt ist hier wieder offen. Müllschlucker. Auch mehr sagt er dazu nicht. Hä, wartet mal. Ist hier auch keine Not irgendwie. Das dritte Obergeschoss, aber dann. Achso, wir laufen gerade voll falsch. Wir laufen gerade total falsch. Okay, geriffelt und hier geht man gar nicht auf. Okay. Wir laufen gerade fett falsch. Alles klar. Naja, obwohl, wartet mal. Wenn wir jetzt hier nach hier gehen. Einmal hier runter. Und die müsste doch eigentlich aufgehen hier unten. Das ist nämlich eine Tür zum Treppenhaus. Ja, hier. Ich kann die Tür nicht öffnen. Warum nicht? Okay, die geht da tatsächlich. Wartet mal, ist das vielleicht eine Nottreppe? Dass wir hier raus können. Wartet mal, benutzt mal bitte den Schlüssel. Sieht aus, als könnte ich das hier nicht verwenden. Prüfen. Steht Nottreppe. Am westlichen Ende des Flurs im zweiten Stock gibt es einen Notausgang. Alles klar. Am westlichen Ende des Flurs im zweiten Stock. Also wir sind schon Goldring. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja. Also einfach hier geradeaus durchlaufen, James. Ja, wir waren gar nicht mal so falsch. Okay, dann bin ich mal gespannt, was es da jetzt gibt. Für uns. Meine Fresse, was ein Riesengebäude. Nämlich hier. Ja. So. Eieieiei. Wohnmobil. Ja, Wohnmobil. Ja, Spiel, alles okay. Warum kann ich nichts tun? Hallo? Da hat sich's irgendwie aufgehangen. Ich kann nichts drücken. Okay, ich würde mal sagen, ich halte mal kurz an. Also bis gleich. So, Freunde, ja, da bin ich jetzt wieder an der Stelle. Ja, blöd, warum das eben abgestürzt ist, ne? So. Ach, verdammt, jetzt habe ich aus Versehen die Cutscene. Verdammt! Wartet mal gerade. Wir laden das Ganze nochmal. Ich habe es eben nochmal abgespeichert, tatsächlich. Und wir laden mal den Schnellspeicher. Ja, genau. Ach, da sind wir doch schon. Genau, da sind wir schon. Keine Ahnung, warum das eben den Speicherstand ruiniert hat. Aber wir schauen uns das nochmal an. Auf der anderen Seite der Tür gibt es eine Nottreppe. Ob sie beim Bau des Nachbargebäudes abgerissen wurde? Ich glaube, ich kann in das Gebäude nebenan gelangen, wenn ich durch das Fenster vor mir steige. Okay, ja, dann hau mal rein. Hä? Warum kam dann eben irgendwas mit Wohnmobil? Keine Ahnung. Hier ist ein altes, kaputtes Bett. Ich habe keine Karte von diesem Gebiet. Ja, toll. Alles klar, aber ich glaube, wir sind auf der anderen Seite der Apartments. Eieieiei, was ist denn hier los? Klo wieder, ja, oh. Das sieht ganz schön aus. Sieht so aus, als würde es auch erst was in der Toilette festsitzen. Oh Gott, James, du willst da doch jetzt nicht ernsthaft reinpacken. Bist du nicht noch eine andere Möglichkeit? Nein, James, okay, dann. Rein ins Glück.
Och, James. Oh, das ist widerlich. Sieht aus wie eine Brieftasche, da ist irgendein Zettel drin. 19 03 08. Hä? Das 19 03 08. Okay, was auch immer. Alles klar, muss ich das jetzt merken oder was ist hier los? Alter. Sonst noch irgendwas. Da ist irgendein Zettel in der Brieftasche. Okay. Warum nimmst du die Brieftasche nicht mit? Ah ja. Boah, ist das eklig hier. Ah, ich habe ja keine Karte. Ach. Ja, okay, aber sonst können wir hier nichts machen, oder wie? Ah, okay, doch. Eieiei. Ah! Okay. Neun, zehn, null drei. Ah, okay, alles klar. Es ist scheinbar der Code von diesen Menschen hier. Kein Zweck weiter zu sein, aber da ist noch eine Brieftasche, genau. 9, 10, 3, 8. Okay. Dann schauen wir mal, was der Herr hier versteckt haben könnte. 9, 10, 3, 8. Jo. Hä? Neun? Achso, 9, 10, 3, 8. Ja. Ist doch jetzt korrekt eingestellt, oder nicht? Hä? Ist doch 9, 10, 3, 8, oder? 9 rechts, 9 rechts, 10 nach links. Ah. 3 nach rechts, 8 nach. Eieiei. 9 nach rechts, 10 nach links. 3. Der reagiert aber nicht. Wir probieren das nochmal. Irgendwie muss er doch reagieren. Der Tresor hier. So. 9, 10, 3, 8. Warum tut er nichts? Hä? 9? 9, 10, 3, 8. Verstehe ich nicht. Warum? Es steht nicht. Ist wirklich Interessantes drin. Da ist aber was. Ein Gesundheitsdrink, dankeschön. Und was haben wir hier noch? Eine Mülltonne. Aber wieso? Wieso reagiert der nicht? Wenn ich 9, 10, 3, 8, das habe ich doch eingegeben. Oder 8, 3, 10, 9. Das kann auch sein. Wartet mal, dass das einfach umgedreht ist hier. 8, 3, 10, 9. Wartet mal. So, 8. Ach, verdammt. So, 8. 3. 10, 9. Ich hab's doch reingegeben. Was ist denn hier mit euch los? Hä? Sonst haben wir hier keine Schlüssel-Items mehr. Also irgendwas ist hier mit diesem Safe komisch. Ich hab doch... Hä? Also ich hatte aber... das ist gerade ein bisschen sehr merkwürdig. Eieiei. Warum nimmst du meinen Code nicht an? 9, 10... Wartet mal. Das war vielleicht 9, 8, nee. 8, 9, 10, 3 oder so. Was könnte es da noch für eine
eine Lösung geben. 10, 9, 8, 3. Oder 3, 8, 9, 10. Ja, also wir... wir müssen... Aber das haben wir doch gemacht. 9? Bis 9, bis auf 10. Das kann doch nicht sein. Kann doch echt nicht sein, dass wir da... 9, 10, 3, 8. So. 9. 10. 3. 8. Warum? Warum? Warum tust du nichts? Es ist doch... 9, 10, 3, 8. Das verstehe ich jetzt nicht. Wirklich nicht. Hä? Das habe ich doch gerade... Hä? Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Das ist merkwürdig, warum das Safe den Code nicht annimmt. 9, 10, 3, 8. Haben wir doch. Das gibt's doch nicht. Sonst gehe ich gleich erstmal weiter. Und mach das dann ein andermal, wenn der... 9, 10, 3, 8. Verstehe ich nicht. 9, 10, 3, 8. Irgendwas ist hier kaputt. Irgendwas ist hier tatsächlich kaputt. 9, 10, 3, 8. Das haben wir jetzt 1000 Mal eingegeben. Ja, nach rechts, nach links und wieder nach rechts schieben. Verstehe ich nicht. Aber gut, dann gehen wir erstmal weiter. Keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Eieieiei, da haben wir noch ein bisschen Action hier. Da haben wir noch ein bisschen Action. So. Weil die Folge ist nämlich gleich auch Schluss. Eieiei. Verdammte Axt. So. Tritt doch mal drauf. Ah, die haben zwei Leben quasi, okay. Höchst interessant. Das ist kaputt. Da sind wir reingekommen. Die geht auch nicht. Die ist auch kaputt. Ah, stimmt, wir haben ja keine Karte. Mist. Exit. Wir können... Okay. Wir könnten raus... aber die Frage ist jetzt... Eieiei, was ist denn hier los? Oh Gott. Boah, hört doch auf, Leute. Abgeschlossen. Oh, was? Da hängt ein Zettel an der Tür. Lieber Tim, ich muss etwas erledigen, deshalb gehe ich aus. Ich habe den Hausschlüssel bei Onkel David hinterlegt. Was ist denn hier jetzt los? So. Okay. Ach, verdammt. Hinterlegt. Du weißt ja, wo er wohnt, oder? Der Schlüssel ist im Zimmer neben der Treppe im ersten Stock. Ich bin so bald wie möglich zurück. Also passt bitte auf das Haus auf, während ich weg bin. Alles klar, Freunde. Ich hätte gerne einen ruhigen Raum zum Speichern. Beziehungsweise zum Folgebeenden. Ich habe keine Ahnung. Mach es weg. Oh, mach es einfach weg. Das ist ekelhaft. 208 ist kaputt. Abgeschlossen. Alles abgeschlossen. Ja, ich muss leider hier voll... alles kaputt. Okay. Gut, liebe Freunde, würde ich sagen. Speichern wir hier. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, jetzt gerne weiter den Kanal.
Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wir wünschen einen schönen Abend und einen schönen Tag. Ne? Tschüss.